Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Kaufland Online Marktplatz und zwar mit dem Megaport Gaming PC AMD Ryzen bla 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 bla. Das sind nur die technischen Specs für 3149 Euro inklusive kostenlosen Versand. Das System wurde mir vorgeschlagen bei uns im Videovorschlägekanal von Gresto89 und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Also das ist jetzt nicht sonderlich fake, das Gehäuse stimmt natürlich. Wenn wir uns das Bild von der Seite mal anschauen, sieht man hier beleuchteten RAM. Gut, das ist jetzt nicht so festgeschrieben. Es ist aber wirklich ein Full ATX Mainboard, das passt soweit schon. Was komisch ist, die Grafikkarte wird mit diesen Adapterstecker betrieben, obwohl das Netzteil einen 12 Volt High Power Anschluss hat. Also normalerweise wären diese Stecker halt nicht so da, sondern es wäre nur ein Kabel. Es kommt ganz grob hin. Es ist nicht 1 zu 1 die Config, aber es wird jetzt auch nicht krass übertrieben. Gut, bei dem RAM, wie gesagt, wer da drauf steht und darauf Wert legt, ich kann euch nicht sagen, ob der beleuchtet ist. Was wir vielleicht auch noch berücksichtigen sollten, hier kriegt man halt ein Spiel dazu, dieses Black Myth Wukong Standard Edition, kostet glaube ich roundabout zum Vorbestellen 56 Euro oder so. Könnt ihr später draufrechnen, könnt ihr auch lassen, müsst ihr selber wissen. Denn die Aktion, die läuft ja auch nur bis zum 19.8. Gut, das ist jetzt noch einen Monat hin, aber wer das System danach kauft, dann fällt es wieder weg. Na, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir auch mal zu den technischen Daten. Das Betriebssystem ist eine originale Windows 11 Lizenz Vollversion, vollständig vorinstalliert und geprüft. Wenn man hier etwas genauer schaut, sieht man auch Windows 11 Home Lizenz, also Windows 11 Home. Ist das aktuellste Betriebssystem, ob es jetzt die Home oder Pro Variante ist, ist für euch als Gamer eigentlich völlig Latte. Das ist okay, dass es dabei ist. Und das kostet 36,90 € bei IT Hardpulse. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 7950X mit 16 Kernen und 4,5 GHz, 5,7 GHz im Turbo-Modus. Naja, immerhin werben sie nicht direkt mit dem Turbo, sondern sagen, was der wirklich so macht. Der hat 16 Kerne, 32 Threads, 170 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200. Sage ich immer wieder dabei, mit 6000 ganz easy zu betreiben, ist hier sogar mit dabei. Wir wissen nur leider die Timings nicht. Danach kommt im aktuellen AMD-Lager, ja, es kommen bald neue Prozessoren, brauchen wir nicht drüber reden, aber jetzt gerade ist es so, da gibt es nur noch den 7950X3D, der dann den 3D V-Cache mitliefert. Der Prozessor ist aber trotzdem sehr, sehr gut. 16 Kerne, 32 Threads, Streaming, Videoschnitt und diesen ganzen Spaß. Alles, was ihr damit machen wollt. Auch Gaming, ne, klare Sache. Völlig okay, kann man so machen, wenn man ein High-End-System möchte. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch 2 Wochen warten, dann kommen die neuen Prozessoren. Das müsst ihr aber selber wissen, jetzt gerade ist der tatsächlich noch sehr aktuell. Und der kostet 493,27 € bei 0%shop.de oder Notebooks billiger. Der Kühler ist eine Megaport Blizzard 360 MX Pro 360 mm Wasserkühlung. Da die auf dem Bild jetzt beleuchtet war, gehe ich auch ganz stark davon aus, dass die eine beleuchtete einbauen. Es gibt auch Leute, die darauf Wert legen, genauso wie mit dem Pumpenkopf, dass der leuchtet. Ich nehme jetzt die Azza Blizzard, bietet sich an, weil das Gehäuse ist von Azza und die Wasserkühlung heißt auch irgendwie Blizzard und von daher nehme ich die jetzt als Alternative. Das Einzige, was wir halt wissen, ist, es ist eine 360er Wasserkühlung. Mehr wissen wir nicht. Aber es ist gut, dass die bei dem Prozessor mit dabei ist, die wird ihn auf jeden Fall gekühlt kriegen. Es sei denn, es ist natürlich die letzte China-Schrott-Stangenware irgendwie, dass das doch nicht passt, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es in Ordnung ist. Und die kostet 55 Euro bei eBay bei Workstation for You. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB VRAM. Was genau, wissen wir natürlich wie fast immer nicht. Wir nehmen jetzt in dem Fall die günstigste. Und ja, es ist die Asus TUF jetzt gerade. Sogar die OG-Variante, die noch ein Ticken schneller ist als die normale OC-Variante. Stärkste Grafikkarte derzeit am Markt, die 4090. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu erläutern. Das Ding ist, ich hatte jetzt in der Vergangenheit mal ein Video, da war es auch die TUF, die am günstigsten war. Und dann hat irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, ja, ja, laber du mal, die TUF-Grafikkarte war die günstigste. Ja, es ist so. Vergleicht jetzt tagesaktuell, die TUF ist die günstigste Grafikkarte in der 4090er-Serie. Das Schöne ist, ich habe ihm dann einfach geantwortet, naja, du kannst bei Geizhals halt die Tage genau zurückgehen und dann guckst du auf dem Tag, wie viel die da gekostet hat und schon war Stille. So ist es. Wie dem auch sei, die 4090, im Moment die stärkste Grafikkarte am Markt, habe ich ja eben schon erwähnt. WQHD 4K Gaming, ganz easy, kommt auf die Einstellungen an. Ne? Auch die kriegt ihr an ihr Limit, je nachdem, welches Game ihr da spielt. Schaut euch den FPS-Test an. Mit einer Kombination mit diesem Prozessor, da habt ihr dann halt die genauen Werte. Und die kostet 1729,99 € bei Trend IT über eBay. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5, 6000 MTS. Jetzt wissen wir halt nicht, welche Timings. Deswegen nehme ich jetzt schnöden, unbeleuchteten RAM, 6000 MTS, aber CL40. Das ist immer ein bisschen schade, dass man nicht weiß, was reinwandert. Sie achten darauf, dass es 6000er ist, also nicht 5200, wie AMD es mehr oder weniger vorgibt, sondern 6000er.
Wahrscheinlich werden sie trotzdem CL40 reinpacken. Aber ich finde es nett, dass sie drauf geachtet haben. Ne? Muss man mal so ein bisschen appreciaten. 32 GB ist auch okay in dem Preisbereich. Einige sagen da, die wollen schon 64 haben. Ist für einen Gamer aber wiederum uninteressant. Dann ist schon okay. Und der kostet 106,52 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB M.2 NVMe SSD. Lesen bis zu 2000 MB die Sekunde, schreiben bis zu 1700 MB die Sekunde. Und das ist natürlich wieder so ein astreiner Griff ins Klo. Also ich finde es schade, bei einem System, was so viel kostet, dass da auf so eine Billo-SSD gesetzt wird. Wir wissen auch nicht, ob es die NV1 ist. Die NV1 schafft nämlich tatsächlich 2100 MB die Sekunde anstatt 2000. Der Rest ist gleich. Und 1 TB ist auch viel zu wenig. Minimum 2 TB, wenn nicht sogar, wenn man möchte, 4 oder 3. Je nachdem, wie ihr wollt. Aber 1 TB und dann noch die Geschwindigkeit. Ja, ich weiß, die Geschwindigkeit ist jetzt nicht so krass ausschlaggebend beim Zocken, aber man erwartet halt in dem Preisbereich was Besseres, ganz einfach. Und die kostet dennoch stolze 107,17 Euro bei Mindfactory. Also ihr kriegt auch für 60, 70 Euro schon 1 TB. Es ist halt wahrscheinlich, ist das so ein Auslaufmodell oder whatever. Das Mainboard ist ein Gigabyte X670 Aorus Elite AX. Also erstmal haben wir hier ein Full-ATX-Board. Kein Micro-ATX. Und ja, die schaffen es bei dem Preisbereich auch Micro-ATX reinzuschmeißen. Der Chipsatz X670, da habe ich, glaube ich, letztes Mal in den Kommentaren beim letzten oder vorletzten Video eine Diskussion losgetreten. Warum auch immer. Weil es ja auch den X670E-Chipsatz gibt. Ich sage euch ganz ehrlich, für einen Gamer jetzt gerade völlig uninteressant, ob es X670E ist oder nur X670. Für die, die es interessiert, hier gibt es einen schönen Artikel. Den verlinke ich auch komplett in der Videobeschreibung. Die Wahl für Enthusiasten. Ist man Enthusiast, nur weil man ein bisschen zocken will? Muss nicht unbedingt sein. Es geht einfach nur um die Anbindung mit PCI Express 5.0. Was im Moment so ziemlich noch keiner großartig nutzt. Es gibt SSDs, die hatte der Bauer auch schon mal getestet. Die werden unglaublich heiß, wenn man die eine Weile auslastet. Die wenigsten werden es benutzen. Wenn ihr geil drauf seid auf dem X670E, dann konfiguriert euch so einen PC, aber dann seid ihr auch Enthusiasten und baut wahrscheinlich sowieso selber. Deswegen bin ich mit der Nummer hier erstmal cool. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden. Hier noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und ihr habt 2 Erweiterungsslots für Capture Card oder whatever, ich sag's ja immer wieder dabei. Einige wollen auch irgendwie noch eine extra Soundkarte, warum auch immer. Da wollen dann irgendwie Hi-Fi-Genusszeug da reinballern. Ja, könnt ihr darüber auch. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und kleinen Innennetzwerkanschluss. 4x USB 3.0, 2x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start. 4x USB 2.0, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Und den HDMI-Anschluss bitte nicht benutzen. Ihr könntet es theoretisch, aber nein, macht es nicht. Nehmt bitte den der Grafikkarte. Den könnt ihr benutzen, wenn die Grafikkarte mal abbraucht und ihr unbedingt noch irgendwie an die Daten ran müsst. Denn der Kollege Schnürschuh hier, der bringt nämlich schon Grafik mit. Ja, AMD Radeon Graphics. Ist aber wirklich nur, um ein Bild zu ziehen. Also jetzt nicht zocken damit oder so. Das ist schon ein solides Board. Das kann man so machen. Ihr werdet es auch gleich beim Preispunkt sehen. Da ist jetzt auch nicht mehr so viel Luft, dass man hätte sagen können, boah, pack doch ROG-Board oder so da rein. Nein, nein, das ist schon okay. Und das kostet 210,15 Euro bei Mindfactory. WLAN haben wir eben drüber gesprochen, bringt das Board schon mit. Ein Laufwerk haben wir nicht mit dabei. Das Netzteil ist ein 1050 Watt Enermax Revolution DF280 Plus Gold. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular und bringt halt wegen ATX 3.0 auch schon den neuen 12 Volt High Power Anschluss für die 4090 mit. Und in der PSU Tierlist ist diese Revolution DF Serie A Plus oder B, je nachdem welche Leistungsstufe man da nimmt. Und dann gibt es noch irgendwie hier die 2, das haben wir ja, also ist ein B-Tier Netzteil. Revolution DF2, brauche ich nicht meckern. Warum auch? 1050 Watt reicht dicke, Grafikkarte gut versorgt, Prozessor gut versorgt. Ihr könnt theoretisch übertakten, wobei sich das bei den AMDs kaum lohnt. Ja, ist in Ordnung. Und das kostet 123,69 Euro bei FutureX.de. Das Gehäuse ist ein Azza Aero 480 mit 4x120 mm Lüftern und RGB-Beleuchtung einstellbar. Was mich da ein bisschen verwirrt, also das Design stimmt, aber wir haben hier halt eine Glasscheibe und ich habe das Ding nur gefunden mit seitlich Mesh. Es kann sein, dass es bei Geiz halt so jetzt nicht gelistet ist, aber der Preisunterschied wird marginal sein. Das bringt die besagten Lüfter auch schon mit. 3x120 mm in der Front, einen hinten, alle RGB beleuchtet. Ja, ist halt jetzt nicht das geilste Gehäuse. Qualitativ hochwertig ist es auch nicht sonderlich. Ich hatte schon oft Azza-Gehäuse hier, viele, viele Azza-Gehäuse. Kann sein, dass sie sich natürlich qualitativ irgendwie gebessert haben. Aber meine Erfahrung war, dass die Azza-Dinger eher immer so ein
Ja, eine günstige Alternative waren. Das ist wie bei Shakun, you get what you pay for. Aber was den Airflow angeht, kann ich jetzt halt auch nicht meckern. Warum auch? Hat eine Meshfront, hat vorne drei Lüfter, hinten einen. Ja, was soll's. Und das kostet 79,89 € bei Mindfactory. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.942,58 €. Und das System kostet 3.149 €. Da seid ihr jetzt beim Aufpreis von bummelig 200 €. Und Kaufland möchte ja auch noch einen Teil davon abhaben. Die kriegen ja Prozente, weil Megaport ist ja ein eigenständiger SI, der bietet nur über Kaufland halt an. Und die Leute finden das ja auch darüber, sonst würde es nicht bei mir in den Videovorschlägen landen. Ich muss aber wirklich sagen, 200 € in dem Preisbereich, weil die Grafikkartenpreise schwanken ja auch, wir wissen auch nicht, ob es gerade die günstigste wird, kann ja auch eine teurere sein. Das ist echt okay. Also wirklich, ja, 200 € bei 3.149 €, da seid ihr weit unter 10%. Also kann man wirklich preislich gesehen so nehmen. Was ich doof finde, ist die relativ langsame SSD mit nur einem Terabyte und wir wissen nicht, ob wir CL40 RAM, CL36, CL30 kriegen oder whatever. Das können sie ja zumindest dabei schreiben. Das wissen wir zwar immer noch nicht, welcher Hersteller von einem RAM da ist, aber dann wissen wir zumindest die Timings. Aber nehmen wir jetzt mal an, ihr habt das System jetzt gekauft und wollt euch die Frage stellen, habe ich da jetzt Mist gekauft oder habe ich mich abzocken lassen? Nein, ihr habt euch nicht abzocken lassen. Mist gekauft auch nicht wirklich. Es gibt halt ein paar unklare Punkte. Aber es gibt keinen Grund für mich, bei einem Aufpreis von, sage ich jetzt mal, wohl 200 € gerade bei Kaufland eine Alternative zu suchen. Das kann man schon so machen. Also ich würde mir jetzt nicht kaufen, aus den genannten Gründen, aber wenn ihr ihn gekauft habt, why not? Lasst mir eure Meinung mal gerne dazu in den Kommentaren da, ob das für euch so in Ordnung ist. Denkt dran, das Spiel, das gibt es halt auch noch zeitlich begrenzt dazu, das sind nochmal irgendwie 55 €. Könnt ihr auch noch drauf rechnen, dann seid ihr bei 150 € Aufpreis fürs Zusammenbauen und hier kostenloser Versand und solche Geschichten halt, ne? Dann denkt bitte an das Däumchen nach oben. Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.